Das war letztes Jahr im Herbst, Oktober, November, wo wir ja die Pause hatten wegen der WM. Hatte ich schon länger mal vor, im Eishockey mal reinzuschauen. So ein bisschen Sportarten übergreifend mal das Feedback bekommen, wie ein Goalie-Trainer in einer anderen Sportart arbeitet. Und er hat mir dann den Einblick ermöglicht, dass ich dort mal eine Woche oder 10 Tage reinschauen konnte. Mit zwei, drei Spielbeobachtungen. Und dann ist natürlich logischerweise die Schlussfolgerung, dass er mal bei uns kommt und reinschaut. Es ist sehr interessant. Es gibt viele Parallelen zum Eishockey. Natürlich mit dem Staff, der etwa ähnlich gross ist. Mit der Mannschaft, die irgendwie auch die gleiche Anzahl Spieler hat. Viele Parallelen im Trainingsablauf, im Tagesablauf im Ganzen. Und wie die Spielvorbereitung, Nachbearbeitung ist, das ist auch irgendwo in einem ähnlichen Rahmen rein. Also es ist sehr spannend, um das zu sehen, um zu sehen, dass es ähnlich ist wie bei uns, aber auch, um wieder neue Inputs zu bekommen. Ja, schlussendlich ist es ganz interessant. Es ist eigentlich der gleiche Job in einer anderen Sportart. Also er versucht natürlich auch, seine Goalie bestmöglich zu vorbereiten und dann am Spieltag die topmöglichste Leistung abzurufen können. Das Ganze in einem Einzeltraining oder in einem kleinen Gruppentraining, zweites, drittes als Goalie-Trainer mit seinen Goalies, aber im Zusammenhang mit der Mannschaft dann die bestmöglichste Leistung bringen und den Sieg können einzufahren gegen den nächstmöglichsten Gegner, der dann auf dem Papier da steht. Die Unterschiede sind natürlich klar. Du hast im Eishockey hast immer wieder mal die Möglichkeit, ein bisschen, wenn ein Spieler vom Eis kommt, als Coach einzeltaktisch oder auch mit der Linie vielleicht mal schnell etwas anzuschauen. Und das hast du im Fußball nicht. Da sind es 45 Minuten draußen. Der weite Flügel wird wahrscheinlich nie hören, was der Trainer will sagen. Und im Eishockey hast du die Interaktion mit den Spielern mehr. Goalies ist eigentlich eine Kommunikation, die ich kann, auch während dem Spiel eigentlich sehr gering. Und darum habe ich das Gefühl, ist das vielleicht da noch ein bisschen anders in der Pause, dass das dort vielleicht noch ein bisschen mehr stattfinden kann. Aber wir sind dort eigentlich recht distanziert in einer gewissen Art, dass ich ihn einfach dann machen lasse, die Goalies, weil sie in ihrem Tunnel, in ihrem Fokus sind, sind sie dort wirklich auch einfach ein bisschen sein in dieser Zeit. Rein Trainingstour habe ich viel mehr Zeit als der Sigi jetzt vom ZSC. Als er auf dem Eis verbringen mit den Goalies, habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten hier im Fußball. Aber schlussendlich denke ich, die Wichtigkeit ist ungefähr die gleiche. Ich denke vielleicht im Eishockey sogar noch ein bisschen extremer. Der Goalie im Eishockey hat meiner Meinung nach noch den grösseren Anteil in diesem Mannschaftssport als jetzt im Fußball. Viel spannende Sachen. Der Vorteil im Fußball ist, du hast eigentlich die Füße immer dabei. Oder? Du kannst Übungen machen mit den Goalies, die also relativ realistisch sind, sag jetzt mal von den Abschlüssen her. Und, im Eishockey ist es ein bisschen anders. Du hast einen Stock, du bist nicht so gut am Stock als Goalie, vielleicht wie das die Spieler sind, die Schiessen geht dann doch. Aber es gibt immer wieder Ideen, wie man ein Warm-up kann gestalten kann, in Formen, die man auch auf dem Eis umsetzen könnte. Und so ein paar kleine Sachen, wo immer wieder etwas Spannendes kann sein, als kleinen Input, als kleine Hilfe, als neue Idee. Ja, das ist klar. Ich denke, wenn man jetzt vergleicht, im Eishockey ist ja der ganze Teil offensiv nicht dabei. Also im Fußball ist es so, dass der Goalie in einem Spiel oder auch in einem Training zu 60-70% offensiv schafft. Das heisst, er hat den Ball im Fuß oder hat den Ball in der Hand und tut den Spielaufbau machen. Und wir im Goalie-Training arbeiten natürlich eher im defensiven Bereich. Klar, versuchen wir auch die Spieleröffnung zu trainieren, im Goalie-Training oder im Mannschaftstraining dann integriert. Aber schlussendlich, wie gesagt, es geht eigentlich immer ums Gleiche. Man muss suchen, seinen Athlet bestmöglichst vorbereiten, dass er am Wochenende dann die bestmöglichst Leistung kann, bringen kann. Im Eishockey alle drei Tage. Wir im Fußball in der Vorrunde, klar, mit der Europa League haben wir auch viel Spiel gehabt. Bei uns haben wir natürlich meistens eine ganze Woche, zum ein Spiel vorbereiten.